So, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Ich bin jetzt hier gerade aus dem Hostel losgegangen. Wieder 10.30 Uhr mussten wir draußen sein, aus den Zimmern. Ich habe mich noch ein bisschen fertig gemacht und jetzt sind wir direkt im Vondelpark neben dem Hostel. Das ist ein riesiger Park hier in Amsterdam, nicht ganz der größte. Amsterdam Bos ist der größte. Er ist ziemlich weit im Süden. Ich wollte heute mal ein bisschen auf verschiedene Dinge hier eingehen, die ich in Amsterdam gesehen habe. Gute Sachen, schlechte Sachen, die mir aufgefallen sind. Und deshalb wird das heute ein Fact-Video über Amsterdam. Und weil wir gerade schon im Park sind, fangen wir gleich mit den Parks an. In Amsterdam habt ihr einfach eine Menge an Parks und eben Orten, an denen man sich einfach mal hinsetzen kann, in denen man ausspannen kann, zusammen mit Freunden sitzen kann. Genauso wie es hier diese Parks gibt, gibt es in der Stadt auch immer mal wieder einzelne Spielplätze oder Bereiche. Das macht einiges hier viel, viel entspannter, als wenn eben überall Beton ist und man auch nicht so viel Grün hat. Vor allem so viel Grün. Weiter im Westen gibt es noch welche, im Osten gibt es noch diesen Zeltplatz, der ist auch recht grün. Punkt 2, Amsterdam als Fahrradstadt. Also, in Amsterdam weiß man ja, fahren super viele Leute Fahrrad, aber mir wird auch jedes Mal, wenn ich nach Amsterdam komme, erst wieder richtig bewusst, wie viele Fahrräder das wirklich sind. Ich glaube, wenn wir so viele Fahrräder an irgendeinem Platz hätten, wir hätten Probleme, unser Fahrrad wieder zu finden. Auf jeden Fall fahren hier immer überall Fahrräder rum. Weitaus mehr Fahrräder als Autos. Und das macht natürlich alles viel, viel entspannter. Nur ist das natürlich auch dann mit dem Tourismus und zu vielen Leuten auf der Straße ein bisschen ein Problem, aber dazu kommen wir dann später. Punkt Nummer 3, und zwar die Häuser. Ihr habt ja gesehen, auch schon in den Hostels, der Platz ist richtig, richtig eng gemessen. Die Gänge und gerade die Treppen, die sind manchmal so eng und steil. Und da wird halt eben überall an Platz gespart und geschaut, dass man ja nicht zu viel verbraucht. Amsterdam ist eben auch eine Stadt, die nicht zu riesig ist. Man muss eben schauen, wie man die ganzen Menschen dort unterbringt. Hinzu kommt noch, dass die ganzen Gebäude nicht so hoch sind. Ich weiß jetzt nicht, was das ansonsten mit dem Menschen an sich macht, ob dieser Minimalismus irgendwie, ob das Ganze zu einem Minimalismus führt oder überhaupt einen Minimalismus impliziert für die Menschen an sich, für den Amsterdamer an sich. Also das ist ziemlich special für Amsterdam. Es gibt nicht so viele niederländische Städte, wo eben auch so viele alte Häuser sind, wie eben an den Grachten hier in Amsterdam. Falls ihr euch wundert, was es mit diesen Giebeln auf sich hat, die überall raushängen an jedem einzelnen Haus. Die Leute ziehen damit große, schwere Gegenstände in ihre Wohnung durch die Fenster. Die machen das alles durch die Fenster. Die könnten nämlich so eine riesige Couch zum Beispiel niemals durch ihren Gang bekommen, weil das alles viel zu eng ist. Habe ich auch irgendwann erst vor ein, zwei Jahren gelernt. Punkt 4. Kommen wir zum Müll in Amsterdam. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass super viele Mülleimer in der Stadt vorhanden sind, die teilweise eine elektrische Anzeige haben, ob sie gefüllt sind, die dann auch blockieren, falls sie schon voll sind. Das ist schon mal cool. Sie können also nicht überfüllt werden und haben auch oft einen separaten Einwurf für Zigarettenstummel. Und auch die analogen Mülleimer haben oft eben noch ein Fach für Zigarettenstummel. Das ist richtig, richtig cool. Nicht, dass den alle verwenden, aber ich sag mal, die Stadt kümmert sich darum, schon mal hier ein bisschen vorausschauend ranzugehen. Die schlechte Nachricht ist aber, es gibt wahnsinnig viel Müll, was gerade in der Innenstadt weggeworfen wird. Also Plastik wird allgemein sehr viel weggeworfen und liegt irgendwie herum. Die meisten Leute, die hier herumlaufen, kicken Plastik auch einfach lieber von sich davon und spielen damit und heben es aber leider nicht auf. Ihr seht hier gerade die vier Gegenstände, auf die ich mich
in diesem Urlaub konzentriert habe, die ich angefangen habe zu sammeln. Ja, also Amsterdam an euch mal weitergegeben. Vielleicht könnt ihr die Leute da ein bisschen aktiver aufmerksam machen, vielleicht mal mehr Kontrollen durchführen. Das ist mir auch ein bisschen wenig aufgefallen. Ich fand es schon mal gut, in der Stadt zu sehen, dass eben auch Bußgelder verteilt werden, wenn Müll auf die Straße geworfen wird. Genauso wie wenn an bestimmten Plätzen Alkohol in der Öffentlichkeit konsumiert wird. Finde ich richtig, richtig stark. Könnte es auch in Nürnberg und anderen Städten mal mehr davon geben. Und jetzt müssen wir uns eben nur noch ahnden. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, und zwar der Ruhe oder Gelassenheit von Menschen in Amsterdam. Was mir richtig stark aufgefallen ist, seitdem ich hier bin, und beziehungsweise aufgefallen ist, dass es überhaupt nicht passiert ist, dass sich Menschen aufregen. Also in Nürnberg, wenn da Leute herumlaufen und irgendwas passiert, man fährt ohne Licht, man fährt auf der Straße, wie auch immer, Menschen kommen und wollen einen immer darauf hinweisen, was man falsch macht. Hier in Amsterdam sieht das mehr so aus, als würden Leute einfach sich ein bisschen an das anpassen, was um sie herum passiert, und sie regen sich nicht darüber auf, sondern sie finden eher Workarounds. Zumindest fällt mir das so auf und ich sehe das so. Falls ihr ein anderes Gefühl habt, lasst mir das gerne in den Kommentaren. Wenn die Leute halt dann durch die Stadt fahren, super viele Menschen vor ihnen sind, die fahren dann einfach halt an denen irgendwie vorbei, warten, bleiben stehen, aber da ist meistens kein Genörgel. Ja? Ich weiß nicht, ob das eben durch den Tourismus kommt und sich da Menschen in Amsterdam stark angepasst haben, weil es sowieso keinen Sinn hat, irgendeinen Touristen darauf aufmerksam zu machen, weil der ist ja eben auch nur einmal da. Und da gibt es auch so eine Sache, die ich gerade hier in Amsterdam gelernt habe mal. Und zwar, immer wenn mich jemand anrempelt, dann sag ich zu ihm Entschuldigung. Das nimmt nämlich gleich so viel Stress aus der Situation, und ganz viele Menschen würden sich wundern, wenn sie irgendwas falsch gemacht haben und der andere entschuldigt sich. Kommen wir zu einem unserer letzten Punkte, und zwar Tourismus in Amsterdam. Ganz viele Menschen kommen täglich nach Amsterdam, um sich das Ganze anzusehen. Die haben aber auch nicht alles so einen richtig fetten Plan. Das fällt mir auch jedes Mal auf, wenn ich mit den Leuten rede und sie frage, ob sie schon einen Plan haben, dann sagen die meistens nein. Und dann versuche ich sie darauf hinzuweisen, was man alles Cooles machen kann, wo man hinfahren kann, was man für Verkehrsmöglichkeiten nutzen kann, um verschiedene Spots zu finden, was eben kein Touri machen würde. Weil mir aufgefallen ist, was ich auch am Anfang falsch gemacht habe, dass ich eben einfach die ganze Zeit im Center geblieben bin, mich ein bisschen zu sehr fokussiert habe auf Dinge, die vielleicht nicht so wichtig waren. Am Ende kommt man dann eben nach Amsterdam, hat vielleicht nur ein, zwei Tage irgendwie verbracht, um völlig verstrahlt rumzulaufen und eigentlich überhaupt nichts von der Stadt mitzunehmen. Deswegen empfehle ich den Leuten immer, schaut euch ein bisschen Center an, lauft dann ein bisschen raus, schaut euch noch andere Dinge an und lasst euch nicht so sehr blenden, dass Amsterdam komplett so aussieht, wie die Innenstadt sich verhält, denn das ist eben auch nur für die Touris, bildet nicht so ganz die Realität ab. Und deshalb an alle mal weitergegeben, sich mal ein bisschen Gedanken machen, wie viel ist Amsterdam eigentlich Amsterdam, wenn eben eine Masse von Touristen hierher kommt und sich vieles natürlich an die Touristen anpasst. Wenn die Touristen selbst aber auch ganz, ganz komische Impulse geben, indem sie einfach herkommen, ohne einen Plan zu haben, was sie machen wollen, dann beeinflussen die natürlich die komplette Stadt. Am Tag Hunderte bis Tausende, die eben täglich herkommen, auf ganz unterschiedliche Weisen. Und deshalb auch mal reingedacht, wie viel ist Amsterdam eigentlich Amsterdam, beziehungsweise wie viel von dem ist eben natürlich, wo ist es natürlich von Amsterdam und wie viel ist ziemlich unnatürlich, weil der Tourismus es zum Unnatürlichen macht. Genießt Amsterdam, wenn ihr da seid. Schaut, dass ihr möglichst viel davon einfangt, auch mal ein paar ruhige Momente erlebt, euch mal irgendwo in den Park setzt und das Ganze auf euch wirken lasst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Freunde.
couldn't believe it.